Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold Basis Challenge, ja, genau. Schon ganz überlärf mich. Ja, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wann dieser Part kommt. Der müsste von heute Aufnahmezeitpunkt gesehen, glaube ich, in 4 Tagen oder so kommen. Trotzdem sage ich nochmal, Entschuldigung, dass so eine lange Pause zwischen den Videos war. Letztens, vor einer Woche dann für euch oder so. Ich weiß gar nicht genau. Mal kurz die Steuerung gucken. Ja, das lag daran, dass ich 2 Wochen nicht die Möglichkeit hatte, hochzuladen. Ja, ne, ist so. Scheiße drauf, was soll's. So, für mich ist natürlich jetzt eine Ewigkeit her. Ente, genau, war unser VM-Opfer. Wirbel, Schnappwolle. Stich wollte ich trainieren, da war ja was. Und Scream, unser stärkstes Pokémon. Nicht, also vom Level jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber da haben wir ja noch Schnapp, aber trotzdem ist es das stärkste. Mal kurz durchschauen, was trägt er denn zum Beispiel für Items? Ewiges Eis, klingt logisch. Voila! Münzamulett, nie verkehrt. Und Nebelstein. Okay. Okay. Geheilt habe ich mich wohl gerade in dem Haus da. Wir sind auf dem Weg zur Pokémon-Liga, so wie ich das noch sehe. Und ich kriege eine Eisbeere. Die kann man immer mal gebrauchen. Ja, und gegen die habe ich wohl noch nicht gekämpft. Da du es bisher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Ich erinnere mich noch so teilweise an die letzte Aufnahme. Das lag einfach nur daran, dass ich da, eine ziemliche Erkältung hatte. Was dann so irgendwie dazu führte, dass die Aufnahme echt alles an der Spaß gemacht hat. Naja, wer hätte gedacht. Ach du Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. So Levelunterschied sehe ich ja jetzt erst. Hehe. Jetzt geht das wieder los. Wer von euch kann treffen? Ich nehme jetzt einfach mal Scream, weil ich Scream zutraue, dass wenn sie denn mal trifft, dass es auf jeden Fall ausreicht. Spukball, ach ja genau, ich erinnere mich, das habe ich nicht nachgedacht. Es muss reichen. Spukball, ich verstehe immer noch nicht, wie konnte ich so blöd sein und Scream Spukball beibringen. Das tut ja schon fast weh. Wie konnte ich so blöd sein? Ach. Oh. Hoppla. Wo kommt das Tutok her? Ah, nein, Leute, ich reg mich echt gerade so ein bisschen immer noch darüber auf, dass ich, es regnet noch, ja. Ich reg mich echt so ein bisschen darüber auf, dass ich, Scream Spukball beigebracht habe. Warum? So blöd muss man erstmal sein. In der zweiten Generation. Und? Jetzt muss ich mich gerade mal fragen. Donner hat ja hinterher so den Zusatz, sag ich mal, dass wenn es regnet, trifft Donner mit einer 100% Wahrscheinlichkeit und nicht mit der normalen 70 waren es, glaube ich. War das hier auch schon so? Ich habe gerade erst Sushi gelesen als Name. Nein, die heißt Susi und nein, ich gehe direkt mal heilen, obwohl er doch ein bisschen härter getroffen, als ich dachte. Ja, 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 sie sind müde, heil sie mal. Yay. Ich glaube, ich kling gerade nicht so begeistert davon, dass es, weiß auch nicht, woran das liegt. Ich würde schön wieder aufzunehmen, aber ich weiß nicht, irgendwie so, ich hätte vielleicht doch die Hardcore spielen sollen. Weil ich muss jetzt sagen, sicher, es ist schön mit dem ganzen alten Kram hier, aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch ist es wieder, wenn ich das spiele, so. Es fühlt sich komisch an, sag ich mal. Egal, Einsatz 10, ja, ich mag Satz 10 ja irgendwie. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie mag ich's. Naja. Oh Gott, und wenn ich mir so das Level angucke, das ist echt beschissen. Stich, warum habe ich dich nicht vorher trainiert? Ach du Heilige. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir unterlevelt sind. Wir sind relativ gut im Levelschnitt, würde ich mal sagen, so mit 36 bis 40 ist okay. Ja, werde ich dann in der Pokémon-Liga wahrscheinlich knapp unterlevelt sein. Also so ganz knapp unter dem Gegnerlevel. Unterlevel kann man nicht sagen. Aber Stich, Gott, Stich ist wirklich völlig unter dem Level. Für den werde ich eine Trainingssession einlegen müssen. Ente ist sowieso egal. Hatte ich ja nicht vor zu benutzen. Ist vor allem ab vorn fertig. Und na komm, ich bin sowieso schneller. Es
ist echt schade. Level up, sehr gut. Und dazu kommt jetzt mal wieder, ne, so für mich, dass ich meine Pokémon nicht entwickelt habe. Was ich glaube, also das merkt man echt sehr stark bei Taubsi und Voltilam. Finde ich so. Kanimani haut trotzdem gut rein. Tja. Aber die drei haben dann doch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie einfach zu geringe, also viel zu schwache Werte haben. Gut, ich muss zugeben, natürlich Wolle mit Donner ist immer noch stark. Und ja, Kanimani mit Schlitzer so ist ja auch immer wundervoll. Aber ansonsten, ich bin mir echt nicht sicher, wie es das gelaufen wäre, wenn ich jetzt einen Zubat dabei gehabt hätte. Ne, unseren Flatter hieß er doch. Oh, ich treffe mit Donner immer, das ist richtig schön. So, Vorteil an Flamara, es ist relativ... Also gut, es hat einen guten Angriff, aber es benutzt gerade sowieso seinen Spezialangriff. Ach, jetzt kommt schon. Entschuldigung. Ich will jetzt, dass du das schaffst, Wolle. Und wie wenig KP die alle haben. Gott, ich werde nie wieder eine Basis-Challenge spielen. Was ist das für? Ich habe schon wieder irgendwas im Hals. Kurz was trinken, steht da hier ohne Flasche Wasser. So, jetzt sollte es besser sein. Donnerstock macht echt wenig Schaden, kann das sein? Ohne Witz jetzt. Wenn sich dieses Pokémon hier von einem Flamara besiegen lässt, ist das deprimierend. So viel dazu. Ja, warum ist es deprimierend? Weil Flamara ist jetzt nicht gerade das Pokémon, wo man sagen kann, yo, das ist der perfekte Angreifer. Es hat einen guten Angriff, das will ich nicht abstreiten. Aber es fehlen immer die nützlichen Attacken. Und das jetzt seit 6 Generationen. Wobei, man kann jetzt natürlich sagen, seit der 5. auf jeden Fall kann es ja noch Nitro-Ladung. Ich glaube, in der 6. kam auch der Flammenblitz dazu. Es kann zumindest angreifen, aber es lohnt sich einfach noch nicht so wirklich. Naja. Fassade, Nitro-Ladung, Flammenblitz ist jetzt nicht so die schönste Attackenkombination. Vor allem fehlt, glaube ich, also mir fehlt dann so ein bisschen 4. Attacke. Das kommen wir nicht mit Rückkehren, das lohnt sich nicht. Also ich finde immer Rückkehr ist so Notlösung. Gut. Yay, ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Die treffe ich innerhalb der Pokémon-Liga. Also wenn ich da bin, dann gehe ich nochmal einkaufen, meine Pokémon heilen und trainieren. Oh, da werde ich sowas von trainieren. Ich werde mich für die Pokémon-Liga wahrscheinlich sowas von überleveln, einfach. Aus Prinzip. Parasek, ich mag Parasek. Auch wenn es hier echt scheiße aussieht. Und natürlich hat sein Parasek Pilzspore. Das gefällt mir gar nicht. Wo ist denn mal unser Wirbel? Oh, ich glaube, ich muss... Das mache ich gleich jetzt. Schlitzer? Ich weiß gar nicht, gab es hier Kreuzschere schon? Weil das wäre sinnvoller gewesen. Aber gut. Ja, Parasekt, Pilzspore. Klingt sinnvoll, ist es auch. Pilzspore und Todesguss ist ja im Prinzip das gleiche. Oh, Finte, warum hätte ich nicht? Ja. Sandwirbel, komm, den benutze ich eh nicht. Wenn ich Gegner irgendwie verkrüppeln will, dann benutze ich Donnerwelle. Oder Irrlicht, aber das habe ich nicht. Irrlicht. Irrlicht, warum eigentlich? Du bist schneller? Oh. Aber warum eigentlich nicht Irrlicht für Rossana? Lohnt sich jetzt vielleicht nicht so extrem, aber hey, ein Versuch wäre es doch wert. Denke ich nochmal drüber nach. Ich muss sagen, Schnapp hat auch ein scheiß Attackenset, wie ich gleich mal so gesehen habe. Weil da sind zwei nützliche Attacken bei. Surf und Schlitzer, der Rest ist... Ach, Kacke, was ist das denn? Äh,
Ich werde jetzt hier aber nicht von so einem random Trainer, der hier rumsteht, besiegt, oder? Und wieso hast du so oft getroffen? Das ist... 5 ist viel zu oft. 5 darf nur ich. Ah, sehr gut, Volltreffer. Ja, komm, machen wir noch eine Fusion. Die dauert wenigstens nicht so lange. 5 Kratzfurie, das dauert echt lange. So, von der Animation her, finde ich mal. Vor allem, wenn man denkt, dass Kratzfurie mittlerweile nicht schon ziemlich schwach ist. Naja. Und wieder heilen. Ich habe doch noch irgendwo bestimmt einen Aufdeck oder sowas, ne? Ich habe einen EP-Teil, das habe ich auch erst jetzt wieder gesehen. Cool. Überheiler für Stich. Oh, Pokémon sterben wieder mal weg. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte... Ja, das ist die Siegesstraße. Da kommt die Schale noch. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das hier noch mit Nuzlocke-Regeln benutzt. Ja, ja. Gut, Silver kam also auch schon durch. Stellt euch mal vor, ich hätte das noch mit Nuzlocke-Regeln gespielt, dass die besiegten Pokémon als tot gelten. Dann hätte ich mich noch vor der ersten Arena überlevelt wie sonst was. Vor der zweiten Arena wäre ich dann wahrscheinlich schon auf Level 30 gewesen. Nein. So stark auch hier nicht. Aber vor der dritten Arena wäre ich auf Level 30 gewesen. Weil ich hätte das, ja, ich hatte ja zu Recht Angst vor dem Milktank. Milktank, genau. Der Milchtank. Und das macht viel zu wenig Schaden. Ich verprügel gerade so ziemlich meine Tastatur. Das merke ich immer so, wenn ich so plötzlich auf die Taste haue. Oh. Scheiße. Ich habe vergessen, dich zu heilen. Okay. Tja, ich bin gerade... Ich brauche ja noch Traumfresser und Psychokinese. Also ich glaube, ich werde lieber Traumfresser benutzen wegen Heilung und so. Bevor ich dafür vorher einschläfe. Ich glaube, ich nehme die Psychokinese. Die werde ich dann echt so schnell wie möglich holen müssen, damit ich die Liga sind. Auch wenn das ja noch dauern wird. Der. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Erzähl das mal Silver und der haut die eine rein. Ja, ja, Top-Elixier, auch oh, Top-Elixier ist nicht verkehrt, ne? Kann man immer mal gebrauchen, gerade in der Pokémon-Liga. So. Ich laufe zurück, um hier diese Heilungsmöglichkeit zu suchen. Da ist sie doch schon. Und rein. Ja, ja, sind müde, gönnen ihnen eine Pause und so weiter. Ja, finde ich gut. So, einmal geheilt. Ich bin bereit für die Siegesstraße. Bin ich wirklich bereit für die Siegesstraße? Ich bin bereit für die Siegesstraße. 20 Dopshots muss reichen. Auch wenn ich natürlich keinen Schimmer habe, auf welchem Level die wilden Pokémon sind. Ach, apropos Siegesstraße, darf ich wieder was fangen. Das habe ich auch schon wieder völlig vergessen, dass ich ja diese Routenregel drin habe. So, ja, ja. Da geht's nach Kanto, da geht's zum Silberberg, beides darf ich noch nicht. Okay. Komische Musik. Habe ich auch nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das ist jetzt für mich wirklich Jahre her, dass ich hier war. Viele Jahre. Und unser Routen-Pokémon. Ein Zubat, ein Georock, ein Rihorn. Och, warum denn nicht? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ich mag Rihornior. Und ich sehe gerade Level 35. Kacke. Das ist schlecht. Level 35 ist schlecht. Das ist ja blöd. Ja gut, komm, mach ruhig vollen Schlag. Danke. Vermutlich nicht viel Schaden machen. Ja, okay. Gleich nochmal. Jetzt wäre es mir so egal, wenn es ein Volltreffer wird, weil das macht sowieso nichts. Gar nichts.
kommt man auf die Idee, dass eine physische Attacke den Spezialangriff, die Spezialverteidigung sinkt? Habe ich bis heute noch nicht so ganz kapiert, wieso das damals so war. Wenn Spukball speziell ist, ist das völlig okay, aber so. Ja, Hyperball. Jo. Wenn man echt die neueren Animationen gewöhnt, ist das heftig, weil man erkennt das kaum wieder. Ein Rihorn auf 35. Wie, es kann sich nicht umdrehen. Ach, ich wollte einen Spitznamen. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Schutz. So, und jetzt nichts mehr durch. Ich glaube, hier gibt es gar keine Tränen in dieser Siegesstraße, was eine Ausnahme ist. Aber ich meine mich da an sowas zu erinnern. Zumindest in Hardcode war es, glaube ich, so. Hier die Karten. Hyperheiler kann man immer gebrauchen. Top-Beleber kann man auch immer gebrauchen. Nur, dass ich es nicht benutzen werde. Darf. Wie auch immer. Ja, also, dass ich jetzt keine Beleber benutzen darf, ist eigentlich nur für die Top 4 ein Problem. Weil ich dann beim Champion plötzlich wahrscheinlich mit nur zwei Pokémon stehe. Aber das ist mir völlig egal, weil solange eins dieser zwei Pokémon Scream ist, ist das überhaupt kein Problem. Ja, ich benutze keine X-Items. Ich weiß nicht, ich finde das so nutzlos. Man verschwendet eine Runde, um seinen Angriff da oder so zu erhöhen. Das muss ich jetzt, finde ich, nicht so. Da kann ich nur so mit Schwertern spielen. Was gibt's hier oben? Wie, schon vorbei? Hä? Ach, was soll's. Moment, wirst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen, du bist viel schwächer als ich. Pass mal auf, mein Freund. Das habe ich dir jetzt öfters das Gegenteil bewiesen. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und auch stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Ich fordere dich heraus. Ja, immer dieser Größenwahn. Wie oft habe ich dem jetzt bewiesen, dass ich stärker bin? Und wie oft hat er mich... Oh, Sneebel! Wie oft fordert er mich wieder heraus? Was soll's? Scheiß Matchup für mich, aber ich denke, ich werde mal ein Tourismus probieren. So. Zeit zum Wechseln. Was kann ich denn gegen Sneebel machen? Nichts. Richtig. Ja, Unlicht-Eis ist eine blöde Kombi für mich. Ich habe nämlich keine Feuer-Pokémon. Warum habe ich eigentlich kein Feuer? Warum? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen blöd. Wie verfehlt man ein schlafendes Pokémon? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Ich hätte echt gesagt, Schlafen müsste so dazu führen, dass alle Attacken 100%. Gut, wäre bei Geofisur natürlich assi, weil dann hätte man plötzlich eine 100% treffende Geofisur. Aber das geht ja auch mit, wie hießen die Attacken? Wie hieß das noch? Ich weiß nicht, ich hab vergessen, wie die Attacken hießen. Das fällt mir schon wieder ein. Oder auch nicht. Naja, es gibt jedenfalls hier, glaube ich, zwei oder drei Attacken, mit denen man, mit denen die nächste Attacke sicher trifft. Das ist ganz nett für sowas wie Wuchtschlag oder so, aber naja. Hatte doch auch hier Dings unser Hartwig, hatte das doch auch. Aber gut. Unser Freund Hartwig. Dieses Arschloch. Was mache ich denn gegen dich? Das ist echt kacke, aber ich tue es trotzdem. Ich hätte gleich Ente opfern sollen. Ente. Ja, gut. Muss jetzt nicht sein, aber okay. Surfer. Wollen wir mal sehen. Oh. Nicht gut. Das ist doch mehr, als ich erwartet habe. Ja gut, es ist Magneton, aber trotzdem so viel und ich so wenig.
Ja, da werde ich so direkt wieder auswechseln auf. Ach komm, was soll schon passieren? Wolle schafft das. Nicht schlecht. Ich habe 10 Donner. Hatte das nicht nur 5 AP? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Aber gut. Und paralysiert. Dann setzen wir doch mal noch einen Donner ein. Und treffen wieder. Also wirklich, die Trefferquote von Donner gefällt mir richtig. Also so, wie oft Wolle auf jeden Fall damit trifft. Donner ist auch eine der besten von den Attacken, finde ich immer. Also von den... sind ja hier Feuersturm, Blizzard und Donner. Und ich finde, Donner hat... ja... ob Donner ist das Beste, das kann ich so nicht sagen. Also ich... Feuersturm mag ich jetzt nicht so gerne, sag ich mal, weil... ja, weil ist so. ja gut, Flucht, aber soll's. Weiß nicht, Feuersturm habe ich so die Erfahrung, dass ich einfach nicht damit treffe und... ich weiß gerade nicht, ob man irgendwie da die Genauigkeit erhöhen kann. Weil man kann ja wirklich mit, hier, wie hieß sie? Mit Regen kannst du ja Donner genauer machen. Mit Hagel kann man Blizzard genauer machen. Mit Feuersturm geht das, glaube ich, gar nicht. Oder geht das mit Sonne? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Spukball, das überlebst du, Stich. Dann kommst du durch die Verwirrung. Oh, dann kommst du durch die Verwirrung durch und Alpolo ist tot und du kriegst die ganzen Erfahrungspunkte. Oder du verletzt dich, besiegst dich selbst und kriegst keine Erfahrungspunkte. Tja, Stich. Pech gehabt. Ist nicht meine Schuld. Dann, wen lasse ich abstauben? Wirbel. Tja. Wieso ist alles, ey, alles ist schneller als ich. Alles. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Horrorblick, das hättest du gerade mal einsetzen sollen. Ohne Witz, ich bin in Pokémon ein sehr großer Fan von ich bin schneller als der Gegner, ja. Ich bin ein sehr großer Freund von schnellen Pokémon, wenn man so will. Agilität, ja, nicht bei dir, Wirbel, tut mir leid. Agilität finde ich auch bei vielen Pokémon lohnt sich wirklich, dann sind sie auch noch schnell dazu oder sowas. Oder Drachentanz finde ich auch mal geil. Es gibt da manche Pokémon, wo ich sage, ey komm, lass die langsam sein, das ist scheißegal, kann man auch taktisch nutzen oder sowas, aber nein, nein. Dazu zählt definitiv nicht ein Taubsi. Ist normalerweise auch nicht langsam. Aber was soll's. Wieso sehe ich jetzt erst wieder, dass der Part seit 3 Minuten vorbei ist? Den Kampf mache ich noch. Das sollte nicht zu lange dauern. Hoffe ich. Volltreffer. Sehr schön. Dann, wenn man ihn braucht. Und Level 40. Ach, der hat noch 2. Oh. Kadabra. Wo ist da? Ich probiere es einfach mal. Aber nicht auf all. Nee, viel, viel, viel besserer Plan. Und viel, viel besserer Plan. So, du schläfst. Ich wechsle auf Schnapp. Ja, doch, tue ich. Und wofür ist Kadabra bekannt? Für seinen hohen Spezialangriff und seine scheiß physische Defensive. Und dafür habe ich Schnitzer. Ach, jetzt komm schon. Ich will noch ein bisschen hier. Ich will den Bad beenden. Ich hab schon gehört. Ich gucke nie auf die Uhr. Das ist scheiße. Natürlich ist es aufgewacht. Sehr. Oh. Sehr ist ganz blöd. Ich weiß gerade nämlich nicht, nach wie vielen Runden Sehr trifft.
Und das ist immer sowas, das vergisst man schnell und dann ist plötzlich ein Pokémon besiegt. Und, ja gut, das war zu erwarten, dass es schneller ist. Das wird auf jeden Fall ausreichen. Ich mag sowas nicht. Ich mag es wirklich nicht. Aber gut. Ja, das reicht, war zu erwarten. Aber jetzt kommt Scream und rettet den Tag. Hoffentlich. Glück gehabt. Spiel sei schneller. Sehr schön. Ja, gut. Ja, ja. Ich habe nicht aufgegeben. Lass es sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.